das Polizeiauto mauretanische, was mich ganze Nacht überwacht hat. Hier habe ich gelebt. Ein Hütchen. Mein Vater. Und das ist der Polizist, der da schläft wahrscheinlich. Sandsturm. Den ganzen Tag, wie leben die Leute hier? Ich weiß es nicht. Ja, ich packe meine Sachen jetzt zusammen und dann muss ich bis zum nächsten Geschäft 140 Kilometer fahren. Mal gucken. Der Wind ist nicht so ganz in meine Richtung, eher seitlich. Ich bin aufgewacht, Nase geputzt, alles war voller Sand. Gestern bin ich 127 Kilometer gefahren. 60 davon war im Sandsturm. Das war echt. Also sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Das war krass. Ja, aber Mauretanien finde ich cool. Super nette Leute. Ja. Okay, ciao.